Einen wunderschönen guten Mittag. Wir befinden uns heute wieder bei mir auf den Home Trails, nutzen das traumhafte Wetter aus. Man merkt, so langsam geht die Saison los und der Frühling kommt. Mit dabei haben wir momentan einen in letzter Zeit selten gesehenen Gast. Ein Kevin mit seinem nagelneuen Madonna, nee, Raw Madonna ist es, ne? Jo. Sehr schönes Fahrrad. Und das probieren wir heute ein bisschen aus. Viel Spaß und bis gleich auf dem Trail. Oh Gott, wenn man sich immer vertut. Habe ich eine Brille um? Ja, aber wo sollst du sie jetzt hingetan haben? Hey, habe ich die wohl im Auto vergessen. Das kann sein. Ja, dann leben wir heute. Also, ich habe nicht drauf geachtet. Nee, dann habe ich die. Ich habe die ja zwischendurch bestimmt nicht ausgezogen. Kann ich mir nicht vorstellen. Gott, dann kriege ich heute Tränen in den Augen. Hier mal schön heiger anfahren. So, Kevin musste leider schon wieder weg. Er hat noch familiäre Verpflichtungen. Und ich fahre aber jetzt noch ein bisschen, weil das Wetter ist einfach zu schön, um jetzt schon wieder nach Hause zu fahren. Kevin ist auch ein bisschen unglücklich, dass er wieder los musste. Und wir gucken jetzt mal, ein bisschen Kurventechnik muss ich üben. Ist mir aufgefallen, dass ich mich mit dem neuen Fahrrad nicht so stark da reinlehne. Und ja. Nehmen wir schon mit. Viel Spaß. Hui! So, das lief doch schon ganz gut. Dann trampel ich jetzt wieder hier hoch. Boah, irgendwie bin ich heute ein bisschen schlapp. Eine anstrengende Woche. Und wir sehen uns oben. Jetzt machen wir mal ein bisschen was Technischeres. Ich habe aber keine Ahnung, wie der Trail momentan aussieht. Katastrophal. Fährt auch kein Schwanz außer mir. Und ich kann überhaupt nichts sehen unter den Nadeln hier. Hui, war lustig. Lange nicht mehr gefahren,
Aber ging gut. Und jetzt fahren wir wieder hoch. Mein Gott, ihr wisst gar nicht, wie ich mich darauf freue, wenn die Bikeparks wieder aufhaben. Hi. Falsche Linie. Was passiert? Oh. Alle da? Kommt da noch irgendwas? Da kommt jetzt gleich diese steile Pfad. Ich bleib davor stehen. Ja, okay. Könnt ihr in Ruhe gucken. So, zurück am Auto. Wird wahrscheinlich ein etwas kürzeres Video werden. Habt jetzt am Ende, nachdem Kevin weg war, noch ein paar Jungs getroffen. War also noch ein super entspannter Nachmittag. Jetzt werde ich mich auf die faule Haut legen, weil morgen steht weiter an diesem wunderschönen Gefährt bauen an. Werdet ihr auch zu sehen bekommen, was ich da mache. Soll zur Übernachtung taugen. In diesem Sinne, schönes Restwochenende und bis zum nächsten Video.